Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem weiteren Dragon Ball Thema Video. Das Thema dieses Mal ist, wenn Frieza nach Namek gestorben wäre. Wie Frieza gestorben sein könnte, da gibt es halt wirklich viele, viele Versionen. Die erste Version ist natürlich, nachdem er in Scheiben geschnitten wurde. Die zweite Version ist, nachdem er von Son Goku das Kamehameha abgekriegt hat. Die dritte Version wäre nach der Planetenexplosion von Namek. Die vierte Version wäre einfach im Weltraum gestorben. Die fünfte im Meditank und die sechste halt, dass er einfach von seinem Vater getötet worden wäre. Ich gehe hier aber mal die logischste Situation durch, und zwar, dass er nach der Planetenexplosion gestorben ist. Oder halt nach Son Gokus Kamehameha, weil das wäre halt sogar noch ein bisschen logischer, auch wenn es eine ganze Planetenexplosion war. Insgesamt macht das jetzt aber natürlich keinen Unterschied, ob er durch das Kamehameha oder die Planetenexplosion gestorben ist. Wie immer würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben bei dem Video freuen, Leute. Beim zerstörten Planet Namek war ja eine bestimmte Person, und zwar Friezas Vater, King Cold. Hier ist halt aber irgendwie wirklich die Frage, wann kam er eigentlich? Kam er irgendwie Monate später und Frieza war halt monatelang halt im Weltraum, weil es ist halt einfach unlogisch. Frieza war im Meditank, dann wurde ein Körper von ihm gebaut und dann sind sie ja sofort zur Erde geflogen, und das soll halt insgesamt ein ganzes Jahr gedauert haben. Man muss ja aber wirklich danach gehen, dass es halt ein ganzes Jahr gedauert hat, Frieza einen neuen Körper zu bauen. Alles andere ergibt hier halt einfach nicht wirklich Sinn. King Cold hat ja einen Raumshuttle losschicken lassen, um Frieza einzusammeln, aber hier ist er natürlich gestorben. Was würde aber King Cold nun an der Stelle tun? Würde er hier halt wirklich Rache für seinen Sohn haben wollen? Rächen würde er sich schon wollen. Vielleicht nicht unbedingt wegen seinem Sohn, sondern halt einfach aus Prinzip. Wohin würde King Cold aber nun fliegen? Würde er zur Erde fliegen? Ich würde sagen, nein, er würde nach Yatrat fliegen. Frieza wusste ja, dass Son Goku überlebt hat. Vielleicht hat er auch das Jahr abgewartet, bis Son Goku wieder zurück zur Erde fliegt. Das wäre nämlich auch eine Lösung. Aber es kann natürlich auch sein, dass er es erst erfahren hat, als er ihn mit seinem Raumschiff überholt hat. Ist aber auch logischer, dass er es erst dort erfahren hat, weil sonst wäre er ja nach Yatrat geflogen. Oder hat Son Goku halt einfach das ganze Jahr über gesucht, bis er dann seine Raumkapsel entdeckt hat, dass die zur Erde fliegt. Und dann ist er halt auch zur Erde geflogen. So, aber zurück, was King Cold machen würde. Als erstes gehe ich hier einfach mal durch, dass er wirklich nach Yatrat fliegt, weil er halt seine Raumkapsel geortet hat. Was jetzt natürlich die große Frage ist, würde King Cold sich dieses Mal aber auch verwandeln? Man kann ja natürlich ganz klar ausgehen, er würde sich nicht verwandeln, weil in Dragon Ball Z war es halt auch nicht der Fall. Da wusste er, dass Frieza durch Son Goku als Super Saiyajin besiegt wurde. Sie sind halt dann zusammen zur Erde geflogen, aber trotzdem, obwohl sie ja gemeinsam gegen ihn kämpfen wollten, hat er sich davor nicht verwandelt. Er würde Son Goku halt komplett unterschätzen, und das wäre auch einfach sein Verhängnis gewesen. Es sei denn natürlich, King Cold würde hier schlauer handeln, als es in Dragon Ball Z der Fall war. Die erste Möglichkeit ist, wie Frieza eigentlich auch hätte gewinnen können, und zwar vom Weltraum aus einen Nova-Ball auf dem Planeten feuern und ihn damit zerstören. Aber die goldene Regel Nummer 1, weder die Guten noch die Bösen machen es auf die leichteste Weise. Und das ist natürlich für beide Seiten einfach dumm, aber nicht für uns Zuschauer, sonst hätten wir ja nichts zu schauen. Die zweite Möglichkeit ist, nachdem King Cold ankam, dass er Son Goku einfach tötet. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt so, hä? Das ist doch komplett unlogisch, wie soll King Cold das anstellen? Aber nein, das ist eigentlich nicht so unlogisch, wie man denkt. Als Son Goku bei Planet Yatrat angekommen war, wie war er dort? Richtig, er lag K.O. am Boden, bewusstlos. Genau das wäre halt die Chance von King Cold, dass er halt den bewusstlosen Son Goku einfach erledigt und gar nicht erst rumspielt, wie sein Sohn Frieza es gemacht hat. Aber goldene Regel Nummer 2, ein Kampf würde niemals so leicht von dannen gehen. Folgendermaßen könnte es nun ablaufen: King Cold sieht Son Goku am Boden liegen. Er würde überlegen, ob es so schlau wäre, ihn so anzugreifen, und da könnte er sich nämlich entscheiden, sich zu verwandeln vorher. So könnte er sich dann in seine dritte Form oder sogar seine vierte verwandeln, vielleicht sogar die vierte 100% oder sogar die fünfte Form. Und ja, ich glaube persönlich ganz klar zu 100%, dass King Cold die fünfte Form kann. Ich meine, wenn Cooler das kann, dann kann sein Papi das genauso. Nach meinen Dragon Ball Z-Werten, also von Kampfkräften her, wäre King Cold in seiner vierten Form und 10% stärker als Son Goku als Super Saiyajin. Hier natürlich erwähnt, es sind meine persönlichen Werte, jeder kann natürlich seine eigenen haben. Nur die dritte Form würde absolut nicht reichen. Klar, es gibt hier auch natürlich noch auch Dragon Ball Multiverse, aber da wurde King Colds Kraft sehr unlogisch in dem Spezial gemacht. Meiner Meinung nach natürlich, wie immer. In seiner zweiten Form wurde er von Trunks ja komplett auseinandergenommen, aber in seiner dritten nimmt er Son Goku als Super Saiyajin komplett auseinander. Aber dann schafft es Piccolo, der ja nicht einmal so stark ist wie Son Goku im Normalzustand, mit seiner Höllenspirale bei seiner robusten Haut ihm so eine Wunde zuzufügen. Das war halt so unlogisch, meiner Meinung nach, wie gesagt, wieder. Wie gesagt, seine dritte Form würde für Son Goku nicht reichen, aber wäre er auf seine vierte Form übergegangen, dann hätte Son Goku halt wirklich schlechte Karten. Jetzt gehen wir hier aber die Möglichkeit durch, dass er nicht nach Yatrat fliegt, sondern gleich zur Erde, und hier muss er das Jahr ja natürlich nicht abwarten. Die Erde könnte er natürlich auch ganz
ganz leicht mit einem Nova-Ball zerstören, wie es halt gerade bei der anderen Version mit Yatrat hatte. Die Z-Kämpfer hätten natürlich absolut keine Chance gegen King Cold, weder Son Gohan noch Piccolo noch Vegeta. Okay, einer hätte tatsächlich doch eine Chance und das ist ganz überraschenderweise Tenshinhan Han mit seiner Kiku-Kanone. Man hat das ja in der Cell-Saga gesehen, Tenshinhan Han und Cells Kräfte haben ja Weltenunterschiede gemacht. Als der 16 Cell in seiner zweiten Form ins Gesicht gehauen hat, hat ihn das ja absolut nichts ausgemacht. Und die Kräfte von King Cold und Cell seiner zweiten Form unterscheidet ja auch nochmal einiges. Hier wäre es nicht so, dass er King Cold mit der Kiku-Kanone runterdrückt, sondern dass er ihn halt wirklich nach und nach seinen Körper vernichtet. Wäre natürlich absolut unlogisch, wie die Szene auch in Dragon Ball Z mit Tenshinhan, aber egal. Tenshinhan war dieser Moment einfach schon damals sehr gegönnt. Aber mal ohne die Kiku-Kanone wäre King Cold in seiner zweiten Form auf die Erde gekommen, denn könnte auch er schlechte Karten am Ende haben. Und zwar, wenn er nicht die wichtigsten Personen von allen als erstes erledigt, und zwar Son Gohan und Vegeta. Weil würde King Cold Piccolo zuerst erledigen, könnte Son Gohan hier sehr wahrscheinlich zu einem Super Saiyajin werden. Oder Vegeta würde zu einem Super Saiyajin werden, aber weder gegen Son Gohan als Super Saiyajin noch gegen Vegeta als Super Saiyajin hätte King Cold mit seiner zweiten Form eine Chance, es sei denn, er würde sich natürlich dann verwandeln. Son Gohan würde ihn natürlich schnell erledigen, aber bei Vegeta wäre es halt was anderes wegen seiner Arroganz. Er würde ihn halt sicher bestimmt verwandeln lassen und das wäre halt ein Fehler. Durch seine neue Kraft als Super Saiyajin wäre halt Vegeta bestimmt sehr arrogant gewesen, hätte er erst auf die Fresse bekommen, aber dann hätte er gesehen, dass er ihn so überlegen gewesen wäre und da hätte er halt einfach nur noch rumspielen wollen und halt einfach seine Kraft am Ende sehen wollen. War ja bei Cell damals genauso, dass er halt einfach wollte, dass er seine perfekte Form erlangt, um dass er halt einen richtigen Kampf kriegt. Wie wäre aber eure Version, wenn Frieza nach Namek gestorben wäre? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie am Anfang gesagt, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen und für die Leute, die noch kein Kanalmitglied sind, werdet doch gerne eins und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute!